Ich möchte euch jetzt die Fernsteuerung etwas erklären, so dass ihr direkt auch die Funktionen seht. Später zeige ich euch nur das Modell. Da seht ihr dann Funktionen direkt am Modell auch. So, hier schaltet man den Panzer ein. Wir haben jetzt den Leopard-Sound. Wir haben hier vier Sounds, die kann man ändern. Wenn ich hier G drücke und K, haben wir jetzt den T90-Sound, den Abrams-Sound, den Tiger-Sound und wieder den Leopard-Sound. Drücke ich das G alleine, passiert gar nichts. Also immer G und K. Hier kann ich die Lautstärke einstellen, in der V-Taste, ganz weg oder in 6 Stufen dann nochmal hoch. Hier kann ich das Rauchmodul einstellen. Hier steht Bullet Shooting, das heißt, ich muss diese Taste drücken und die linke, dann schießt der Panzer. Drücke ich die linke Taste, dann hört man das im G. Ich kann das Licht an- und ausschalten, das mache ich hier mit der G-Taste und hoch. Es geht jetzt vorne und hinten an und aus. Was ganz toll an der 6.0S-Variante jetzt ist, dass ich die Fahrfunktion ändern kann. Ich finde es eine ganz tolle Sache. Und zwar vorher habe ich hier vor und zurück und links und rechts den Panzer gesteuert. Wenn ich jetzt G drücke und den linken Stick nach unten, kann ich den Panzer hier nach vorne steuern und hier rechts und links einlenken. Dann haben wir noch eine Rückstoßfunktion. Das heißt, wenn ich K und S drücke, wir keinen Rückstoß beim Abschluss, einen leichten, einen mittleren und einen starken Rückstoß. So kann ich selbst wählen, wie stark der Panzer rücken soll beim Abschuss. Was wir noch haben, ist jetzt schnell und langsam fahren. Das heißt, das können wir hier durch die G-Taste und den rechten Stick nach unten steuern. Beziehungsweise jetzt muss ich wieder umstellen. So. Jetzt haben wir die langsame Variante von der Steuerung. Drücke ich G und den linken Stick nach oben, dann habe ich die Schnellfahrvariante vom Panzer. Es gibt da noch eine Feinjustierung, die ich einstellen kann. Sollte der Panzer nach links oder rechts ziehen beim Vorwärts- oder Rückwärtsfahren, kann man hier noch digital eine Feinjustierung vornehmen. Und so schalten wir den Panzer wieder aus.